grüß dich, schön dich zu sehen. Wir machen heute ein schnelles und einfaches, leckeres Dessert. Wir machen zusammen frittierte Bananen. Frittierte Bananen kommt aus dem asiatischen Raum. Und wenn du schon mal beim Chinesen warst und es dort gegessen hast, dann kennst du es und weißt, wie lecker das ist. Wie man frittierte Bananen zu Hause macht, das zeige ich dir nun. Als erstes machen wir uns einen Teig, den wir benötigen, um nachher die Bananen zu frittieren. Ich habe hier ein Kübelchen. Hier drin ist 100 Gramm Weißmehl oder Typ 405. Ich gebe nun noch einen Kaffeelöffel von Backpulver dazu. Anstelle nur Zucker nehme ich selbstgemachter Vanillinzucker. Eine Prise Salz. Dann nehme ich ein Ei. Wenn du es vegan machen willst, lässt du das Ei weg und nimmst nur Wasser. Und jetzt beginne ich schon mal ein bisschen zu rühren. Und wenn du merkst, das wird dick, das wird fest, wie jetzt in diesem Fall, gibst du einfach Wasser hinein. Wasserangabe mache ich keine, das musst du individuell anschauen. Wie groß war das Ei, hast du zu viel Mehl genommen oder was auch immer. Schön rühren. Immer wieder Wasser dazugeben, wenn es benötigt wird. So, das passt. Siehst du, ein schöner Brei ist das geworden. Ja. Würdest du zum Beispiel zu viel Wasser reingeben, ganz klar, dann nimmst du halt ein bisschen Mehl wieder zum Feste machen. Passt doch. Stellen wir auf die Seite. Dann habe ich hier zwei komplett geschälte Bananen. Und nun kannst solche Stücke schneiden zum Beispiel. Die Größe, die bestimmst du. So können wir solche Stücke nachher frittieren. Oder wir machen hier ein bisschen größere Stücke. Ja, und dann halbieren wir sie nochmals. Du kriegst kleinere Stücke, ein bisschen längliche. Also du siehst, du kannst selbst entscheiden, die Größe. Dann mache ich mir einen Topf mit pflanzlichem Öl bereit, erhitze auf maximal 170 Grad. Hier haben wir die Teigmasse, hier die Bananen. Mal schauen, ob es heiß genug ist. Holzstäbchen ins Öl und wenn du siehst, es gibt Bläschen, ist es heiß genug. Ich nehme so eine Banane, habe hier zwei Gabeln drin, drehe die Banane hier im Teig schön vorsichtig herum, nehme sie und gebe sie ins Öl hinein. Siehst du? Und jetzt beginnt sie zu frittieren. Und nun werden die Bananen hier drin auf allen Seiten schön goldbraun frittiert. Ein bisschen wenden immer wieder. Ich würde nicht zu viel auf einmal reinmachen, damit du die Übersicht hast und die Eierste nicht verbrennen. Du kannst natürlich auch eine Fritteuse nehmen. Ganz klar, das geht natürlich auch. Und neben der Pfanne habe ich hier Küchenpapier und sobald sie frittiert sind, nehme ich sie raus, lege sie aufs Küchenpapier, damit sie hier gut abtropfen können vom Fett. Sieht cool aus. Nachdem alles schön ausgekühlt ist, kann man sie zum Beispiel auf einen Teller geben. So. Und dann gibt es die Variante, wo man Honig darüber träufelt. Mache ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es nämlich schon süß genug. Ich nehme nur noch ein bisschen Puderzucker. Es sieht schön aus und es ist dann nicht mehr so ganz übersüßt. Einfach so ein bisschen Puderzucker darüber. Zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Du hast gesehen, es geht einfach, es geht schnell und es ist extrem lecker. Ich werde nun noch den Rest fertig frittieren und dann wird genascht. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim selben Nachmachen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.